Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Wir gucken heute zusammen die Ubisoft Forward Show und im Anschluss das Devolver Max Showpass Event, heißt es, glaube ich. Sie haben heute ein bisschen einen anderen Namen, nicht Devolver Direct. Mit dabei ist zum einen natürlich der Robin. Hallo Robin. Guten Tag, guten Abend. Und zum anderen, bekannt für seinen Enthusiasmus, der Hype Man himself, Leo Schmidt. Hi Leo. Wup, wup. Motherfucker. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich bin aus meinem Kinderzimmer da. Ihr seht, wenn ich kurz meine Kamera hochmache, solltet ihr hinter mir irgendwo einen Reifen sehen können, hoffe ich. Ich sehe es leider gerade nicht aktuell. Irgendwo, ich mach mal so. So, irgendwo habt ihr jetzt gerade einen Reifen gesehen. Das ist der Award, den ich auf der Michael-Schumacher-Kartbahn gewonnen habe, als ich in der 9. Klasse auf dem 1. Platz gelandet bin. So. Nur, warum steht der nicht im Büro, Robin? Prominent platziert. Ja, weil er zu viel wiegt. Das ist einfach so ein echter Kartreifen, weißt du? Der wiegt 700 Kilo. Jetzt habe ich natürlich direkt wieder das Kamerasetup zerstört. Ich hoffe, es sieht gut aus. Nein, alles gut. Ja. In Speaking of Kart, das hat schon jemand auf Twitter gefragt, wie sehr du dich freust auf das Splinter Cell Kart Game, das höchstwahrscheinlich angekündigt wird. Ah, ich bin so wütend. Anstelle des echten Splinter Cells. Diese Ubisoft-Show geht noch nicht los, aber ich spüre jetzt schon immense Mengen Wut in mir. Ich glaube, die ist seit der Ankündigung vom Prince of Persia Remake standardmäßig dabei. Ja, das stimmt. ich habe auch bereits ein, zwei Cider-Intos, weil wir feiern heute ebenso den 65. Geburtstag meines Vaters, der heute ist. Darauf erhebe ich die Flasche. Ja, da freue ich mich sehr darauf, dass der vielleicht gleich auch noch Hallo sagt. Und deswegen habe ich alles vorbereitet, damit ich richtig schön wütend sein kann, wenn halt gleich Splinter Cell nicht passiert. Oder auf eine Art und Weise passiert, wie ich es hasse. Achso, ich dachte wütend über den Geburtstag deines Vaters. Ich meine, das. So, kommen Sie mal. Warte, ja, kommen Sie mal kurz. Ist es schon soweit? Tu dir mal den Kofferraum. So, guck mal, du musst ein bisschen runterkommen, das ist ein bisschen verzögert. Das Geburtstagskind. Hallo! Hallo, Junge! Alles Gute zum Alles Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Hier ist der Chat. Kannst du den Chat sehen? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum 65. Herzlichen Glückwunsch zu einem relativ so gelungenen Sohn. Ja. Relativ. Ja. Er hat doch glatt gesagt, wie alt ich wäre. Ja, tut mir leid. 59 wird Papa. Habe ich gehört. 59. Also, Tom. Wäre ja immer mehr hier. Ja, Entschuldigung. Aber... wir gehen jetzt gleich wieder schön feiern. Ja, über die haben so viel geredet, Papa. Jetzt wissen sie endlich, wie wir auf sich der sagen. Ich nehme mal die Brille ab. Der sagenumwobene Komponist von so im Po ist dunkel. Ja, da ist er. Irgendeine schnelle, peinliche Robin-Kindheitsgeschichte gibt's doch aber bestimmt. Ja. Oh. Da wohnen Geister, die sieht man nicht. Und wenn ihr das nicht glaubt, der hat noch nie im Po geschaut. Das war das Schlaflied für meine Kinder. Oh, war ja. Das erklärt so vieles. Das erklärt so vieles. Es ergibt erstaunlich viel Sinn, ja. Viel Spaß, viel Spaß. Trink ein Bier für mich. Bis dann. Euch auch lieb. Ja. Ah, wundervoll. Hervorragend. Machst du die Tür zu, Papa? Papa, machst du die Tür zu? An dieser Stelle auch ein herzliches Hallo an alle, die Hook gerade zum ersten Mal schauen. Ja! Und bye! Oder die halt Ratsherr nicht kennen. Das ist gerade ein grobes, großes Fragezeichen. Ja, wirklich. Ach ja. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob Ubisoft dem wirklich folgen kann. Es hagelt übrigens sofort Abos. Ne? Vielen Dank an alle Leute, die gerade aus dem Programm wirklich. Das war auch nicht geplant. Ich möchte betonen, das war auch nicht vorbereitet von uns. Nee, wir wussten nur, dass dein Dad kommt, aber mehr auch nicht. Ja, das war auch alles, was ich wusste. Ja. Mann, Live-Performance, eigentlich müssten wir hierfür mehr Geld verlangen. We were not prepared. Das hat viel mit mir gemacht. Sämtliche Grenzen, die es noch gab, die Berlin leben und schönes Berger leben, wurden gerade gesprengt. Robin, vielleicht sehe ich das auch nicht richtig bei deiner Kamera, aber so ein bisschen Angstschweiß ist auch dabei, oder? Ja, ich wusste ja nicht, was jetzt noch passiert. Also unser Channel hat jetzt ja schon ein paar Abonnenten. Ich wusste nicht, ob wir nochmal bei Null anfangen. Robins Vater ist auch gerade nur hinten, um Fotoalben von Robin zu holen. Oh mein Gott. Oh, hier gibt's so viel. Hier gibt's so viel. Das war hervorragend. Der Chat ist begeistert. Ich freue mich sehr. Ich glaube, sehr. Wir haben, also auf jeden Fall die Ubisoft Forward haben wir dadurch enorm aufgewertet. Weil ich muss zugeben, meine Erwartungshaltung ist relativ gering, weil Ubisoft bisher, also wir wissen ja, dass so Sachen wie Far Cry und so dabei sein werden, aber sonst
die letzten Shows hatten da nicht so viel parat. Aber manchmal sind halt so Überraschungen dabei wie Prince of Persia Remake, auch wenn es nicht die besten Überraschungen sind. Ja, aber Prince of Persia Remake, ne? Hattest du ja, glaube ich, auch schon im Teaser gesagt, wird es heute nicht geben, wurde bereits gesagt, genau, ja. Im Vorfeld, wurde nämlich auch verschoben auf nächstes Jahr. Was aber, also, ne, das war ja das, was wir uns auch davon eigentlich erhofft hatten, von der ersten kleinen Verschiebung, Tom, weil wir ja gesagt haben, wenn da große Veränderungen, die eindeutig nötig sind, dran getätigt werden würden, dann bräuchte man wirklich eine Jahrverschiebung oder so und das scheint ja gemacht zu werden. Aber was erwarten wir uns denn dann heute? Also es gab ja schon ein Leak zu dem Mario und Rabbids-Spiel. Wie ist denn da eure Einstellung? Bei mir ist es ja so, ne, da sind Rabbids drin, also bin ich raus, weil den Scheiß will ich nicht anfassen, aber ihr seid ja mehr Freunde davon. Es ist ein Pseudo-XCOM mit dem Titel Spark of Hope. Ich hasse es. Wenn es den Untertitel hätte, Mario und Rabbids, it's not XCOM 3, but I guess it's better than nothing, würde ich es noch ein bisschen mehr hassen, aber so hasse ich es auch. Ich habe diesen Leak noch nicht gesehen, ich weiß nur, dass es das gibt von euch, aber ich habe den ersten Teil auch wirklich, weiß ich nicht, schon ein paar Stunden gespielt, eine ganze Weile, nicht durch, aber echt eine ganze Weile, und hat sich hervorragend gespielt, auch als leichter, also als XCOM-Fan, aber jetzt nicht so extrem und so gebildet in dem Genre wie Leo, hat mir das sehr viel Freude bereitet, weil es ja wirklich diesen ganzen Rabbit-Charakter auch echt im Hintergrund eigentlich hat und im Vordergrund dann wirklich so ein Gameplay-fokussiertes Ding ist, und dass das jetzt erst kommt, lässt mich dann auch hoffen und vermuten, dass sie da echt eine Weile Arbeit und Zeit reingesteckt haben. Ich habe auch das Gefühl, das wird dann ein richtig großes Sequel, weil zum ersten gab es ja DLC mit Donkey Kong und so, ne? Und bei mir ist ja auch das Ding, wenn das wirklich nur ein Mario-Taktik-Spiel wäre, dann wäre ich da sofort dabei und vielleicht muss ich da mal einfach über meinen eigenen Schatten springen. Aber bei mir sind halt die Rabbids lösen tatsächlich eine große Antipathie aus. Also das ist zum Teil übertreibe ich ein bisschen, aber zum Teil auch nicht. Ich habe es halt wirklich aus dem Grund nicht gespielt, weil mir die so sehr auf den Nerven gehen. Aber, was ja die Sache ist, und die Rabbids sind ja jetzt auch schon wieder über ein Jahrzehnt alt. Du hast sie ja seitdem auch sehr gemieden. Vielleicht hast du dich jetzt in der Zeit so verändert, dass wenn du die, vielleicht näherst du dich halt diesem Dad-Humor, dass du es mittlerweile schon irgendwie dann wieder abfeierst. Ist das Dad-Humor? Ja, die Rabbids, die Minions sind voll für mich. Also vielleicht fehlinterpretiere ich auch. Aber kannst du mal deinen Vater reinholen, der das vielleicht bestätigen oder verneinen kann? Ich hole ihn, wenn der Trailer zu Rabbids losgeht. Im Pose und Rabbids. Ich kann das bereits sagen. Was ist das denn für ein Dreht? Das wird die Reaktion sein. Mario und Rabbids, I don't know. Ich bin in den ersten Teil, also auch, ich muss ja meinem Ruf als Hype-Man gerecht zu werden. Ja, also beim ersten Teil konnte ich schon anfangen, insofern ist der zweite auch egal. ich bin in den ersten nicht so richtig reingekommen und Hype sieht anders aus, aber ich nehm's. Ich probiere es wieder und vielleicht ist es, es hat halt eine sehr andere Dynamik als das von mir so heißgeliebte XCOM. Ich habe mir da vielleicht andere Sachen erhofft, aber ich habe jedenfalls keine, ich mag die Rabbids auch nicht so besonders, aber ich habe keine so große Aversion dagegen sie wie du, Tom, also insofern ist das für mich kein K.O.-Kriterium. Ansonsten ist ja bei Ubisoft, fällt es mir zumindest ein bisschen schwer, jetzt auf bestimmte Dinge zu zeigen, wo ich glaube, da hätte ich jetzt große Erwartungen dran. Sowas Beyond Good and Evil 2 würde mich überraschen, wenn es überhaupt anwesend wäre. Es wäre interessant, mehr zu sehen, aber es würde mich überraschen. Ich würde aber mal mich einer Frage im Chat anschließen, weil das jetzt schon mehrfach gefragt wurde. Wie ist denn deine Meinung zu Elden Ring, Leo? Hast du es dir schon mal angeguckt? Ich habe auch schon mehrere gesehen, dass mehrere Leute das gefragt haben. Also die erste Sache, die ich sagen will, ist, Muffin hat vorhin vorgeschlagen, dass er mich fragt, wie gehypt ich auf Mario und Rabbids bin. Insofern, Muffin, ich hoffe allein dafür, dass Klonoa niemals angekündigt wird. Elden Ring. Auch Bandai Namco übrigens. Ja. Elden Ring, ja, It's Souls. Keine Emotion zu? Nee, eigentlich gar nicht. Also das ist halt irgendwie... Ich habe in meinem Test von Dark Souls 3 habe ich damals geschrieben, wenn jetzt Dark Souls 4 rauskommt, habe ich eigentlich keine Lust mehr, so richtig das zu spielen. Auch nach all den Jahren jetzt immer noch nicht? Ja, also nee. Okay. Und Elden Ring sieht aus wie Souls mit neuen Kampfmechaniken und so, bislang von dem, was man sieht. Also mit zusätzlichen Kampfmechaniken, muss man vielleicht sagen. Aber trotzdem sieht es halt hart nach Souls aus. Ja. In so vielerlei Hinsicht. Fall. Und das Voice-Over und die fetzen Lore, die einem hingeschmissen werden. Ja. Das ist alles schon wieder so Soulsig. Flame has to be extinguished. Ach, was. Ja, hör auf, wirklich. Und das ist alles cool. Es sieht alles super cool aus. Ich bin mir sicher, dass es gut wird, weil. Aber Hype ist nicht da. Aber ich werde auch das irgendwann spielen, wie all diese Spiele. Und höchstwahrscheinlich wird es saugut.
Bei mir haben die, wie alle Souls-Spiele genau einmal durchspielen und dann wäre ich fertig damit. Bei mir haben die Jahre Abstand wirklich geholfen. Also ich habe da schon, ich habe da richtig Vorfreude zu. Mit den Trailer jetzt. Ja, du warst aber auch immer ein größerer Fan von Souls als ich. Sure. Ich hätte, also was, ich würde mich sehr, du hast gerade mal erwähnt, sehr über Beyond Good and Evil 2 ja. heute freuen, weil ich einfach sehr interessiert daran bin, wie das aussieht, jetzt auch ohne den ehemaligen ne, Chef dieses Entwicklers, mhm. Genau, der da ja auch diverse Skandale, dem diverse Skandale folgten, einfach wie es diesem Spiel geht und wie dieses Spiel aussieht, das war ja wirklich ein, also sie hatten ja sehr, 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 sehr viel damit vor, also da habe ich am interessiertesten ja. dran, genau. Und ansonsten erwarte ich wirklich nichts von dieser, weil ich habe, wir werden, Assassin's Creed fände ich halt immer interessant, unabhängig davon, wie spannend das jetzt wirklich ist, aber ich mag Assassin's Creed noch ganz gerne, während wir gerade im Hintergrund Aiden Pierce sehen in diesem Pre-Stream, was mich jetzt schon extrem wütend macht. Bei Assassin's Creed hätte ich direkt die Frage, ist das dann nicht eine neue Trilogie? Also könnte da nicht wieder ein größerer Step ja. sein? So ja, aber wir wissen bereits, also es gab jetzt bereits die, Jason Schreier in seinem Podcast hat bereits angehört, dass es noch größer wird und noch mehr größer. Rollenspiel. Also ja, das ist noch, also es wird Why? Einfach weiter diese Entwicklung sein. Sie werden Wie lange hast du gebraucht für Valhalla? Für Valhalla habe ich, glaube ich, 110 Stunden gebraucht. Das ist auch groß genug. Das ist groß genug, ja, würde ich auch behaupten. Aber es geht noch größer und das werden wir dann sehen. Aber das ist ja auch jetzt noch nicht. Also die kündigen die Assassin's Creed ja eigentlich immer Anfang des Jahres an und dann kommen Mitte des Jahres bis zur E3 dann das Gameplay oder der große Reveal. Und dieses Jahr kommt ja erstmal dann noch der Paris-DLC für Valhalla. Deswegen, das kommt auch nicht dran. Splinter Cell wird nicht da sein. Ja, wir werden dieses Division Free-to-Play-Ding, Heartland werden wir wahrscheinlich sehen. Wir wissen bereits von dem Multiplayer-Ding von Splinter Cell versus Division versus Ghost Recon, aber das wird auch nicht auf der E3 sein. Also, ich bleib mal, ich habe jetzt mal gar keine Erwartungen und freue mich, wenn was Cooles dabei ist. Wie Leo hier übrigens einfach suit up während des Streams. Junkman meinte, du spielst umgekehrtes Strip-Poker. Ach, das ist so enttäuschend. Da erwartet man, oh Mann, ach Leo. Das umgekehrtes Strip-Poker, wie spielt man? Also, was tut man da? Spielt man dann mit Würfeln statt mit Karten und mit... Nein, das ist Pirz-Poker. Ja, ja, also wirklich, wenn Assassin's Creed 1 ganz dringend braucht, dann mehr Umfang. Ne? Das ist so. Ich weiß nicht. Immortal ist From 2. Dust im Gespräch? Ich möchte From Dust 2. Ist From Dust im Gespräch? Ich fürchte nicht, nee. Das kennen wir nicht. I Am Alive 2, More Alive. Aber hat denn Ubisoft irgendwelche potenziellen Überraschungen? Also mal abgesehen davon, dass es eine echte Überraschung wäre, ein stinknormales Splinter Cell zu. Oh, Skull and Bones wird gerade erwähnt, das stimmt. Ja, aber das wurde ja auch jetzt wieder nochmal verschoben, irgendwie auf nächstes Jahr, bis übernächstes Jahr. Ja, aber ich frage mich, ob man da so ein Update bekommen könnte von der Vision des Spiels. Das wäre schön. Ich glaube halt, dass wir wirklich viel, ne, Far Cry 6 und ganzen Spiele, die auf Ubisoft einfach am Laufen, die haben ja auch diverse Battle Royals und Division 2s und das wird alles nochmal hier, neuer Patch und neuer Bösewicht und ach je. Ich vergesse mal den Namen von diesem Battle Royale, aber vielleicht kriegt das irgendwie nochmal eine Revitalisierung. Hyperscape, genau, ja. Und da, ich glaube, da ist es schon eine halbe Stunde rum, bis 40 Minuten und die restlichen 20 Minuten können dann noch ein bisschen Just Dance und dann gucken wir, ob wir noch eine Überraschung haben. Ich glaube, das könnte diese Konferenz werden. Ja, nicht zu vergessen, die üblichen Zeitfresser-Trailer für, wie wir jetzt hier gerade im Bild haben, die ganzen Games-as-a-Service-Dinger, Rainbow Six Siege, For Honor, diese ganzen Sachen. Das wird natürlich alles Wobei sie ja viel davon jetzt auch schon so ein bisschen zur Seite räumen, deswegen weiß ich gar nicht, wie viel dann da im eigentlichen Stream kommt, aber Ubisoft findet bestimmt einen Weg. Ich wette, sie zeigen es trotzdem mehrfach. Ja, möglich. Das würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und Mobile-Sachen haben sie ja beim letzten Mal zum Beispiel auch ein bisschen gezeigt, also das kann uns halt durchaus auch erwarten, deswegen glaube ich, ist es ganz schlau, die Erwartungen auch ein bisschen gering zu halten. Ja, sure. Ja. Mich würde interessieren, ich finde, es wäre mal wieder Zeit, was im, also nicht Rabbids, sondern wirklich mit dem Rayman-Franchise irgendwas Plattformiges zu machen. Überhaupt, also diese kleineren Art-Projects, die sich Ubisoft geleistet hat in den letzten Jahren, immer mal wieder so Valiant Hearts-Richtung, ne, sowas. Darauf bin ich immer gespannt, weil ich finde, was Ubisoft in dem Bereich macht, macht Spaß, ist cool. Und ansonsten, wie Cleo auch schon gerade festgestellt hat, Hype ist, glaube ich, bei uns allen nicht. Genau. Aber das kann sich ändern. Ich habe Potenzial für Überraschung. Ubisoft-Präsentation gesehen. Genau. Here we go. Let's go. Driver San Francisco 2, Robin. Los. Oh, ja, da hätten wir doch uns sofort.
Mit Sam Fischer als Fahrer. Mit Sam Fischer. Da bin ich wieder wütend. Das würde so, also da hätte ich, wüsste ich nicht, was ich fühlen sollte. Und dann Rabbids als Beifahrer. So, ich hoffe, das passt vom Ton her, Chat. Over the next hour, we'll be your guides to all the latest news. Wo auch immer sie da stehen, das sieht ziemlich cool aus. We've got so much in store for you today, including deeper looks at Far Cry 6, Riders Republic and Rainbow Six, so. Plus a few other surprises. Halbe Stunde Riders Republic gibt's ja auch noch. Neelam, I'm excited. We're filming this together. Neelam, I'm bored as F. E3 is back. But I know why y'all are here. You want to see games. So let's get right into it. The Rainbow Six operators. Stimmt, das Unternehmen gibt es auch für uns voll gut. Das stimmt. You'll no doubt have noticed that the alien parasite has spread to new areas. It's time to suit up and step into the containment zone. Here's a deeper look. Robin, als Splinter Cell Fan, der wahrscheinlich kein Splinter Cell kriegen wird. Bist du dann wenigstens gehypt für Siege, weil man dort Sam Fischer spielen kann? Erneut Wut. Wut, Traurigkeit. Also dieses Design, also ich erinnere mich an dieses Design von Sam Fischer in diese, und das hat mich so zutiefst unendlich berührt. Ich hasse, ich bin so traurig darüber und wütend. Und enttäuscht. Einfach, ich fühle all die Gefühle, die ein Elternteil zu seinem Kind fühlen kann, wenn es die Schule in der vierten Klasse abbricht, weißt du? Das, all das fühle ich. Dankeschön, Lila, für die Abos. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt schon wirklich viele Abos bekommen, ganz nah. Vielen, vielen Dank. Großklasse-Abos. Das ist das Spiel, was Carentine hieß bis letztes Jahr, aber da haben sie gedacht, ah, Mist. Ja, auch als sie gerade angefangen hat von Parasiten und so, ist so, immer noch ein bisschen too close. But I know. Leo, ich fühle mich jetzt so underdressed. Und das willst du jetzt mein Problem machen? Nein, es ist schon spezifisch mein Problem. Suit up. Was soll ich dir sagen? Hast du keine schöne Fliege oder sowas? Nee, gerade nicht zur Hand. Ich hab drüben meine Phoenix Wright-Krawatte. Hast du eine Rabbids-Maske? Leo, ich hab gesagt, wir reden also da nicht drüber. Ich hab nur einen Koffer dabei. Ich könnte irgendwie Lucy um ein schönes Kleid bitten. Aber das ist also ich bieten können. Ja, ich bin sehr interessiert. Oh, Maxoskelett, wow, vielen, vielen Dank. Holy shit, dankeschön. Eine Güte, Maxoskelett. Diese Großzügigkeit. Unglaublich, vielen, vielen Dank. Ich mag Rainbow Six vor allem für seinen realistischen, taktischen Anspruch. Und hat das Spiel noch Tom Clancy im Namen eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Das finde ich interessant, wie Ubisoft das handelt. Nee, ne? Aber hat Rainbow Six Siege Tom Clancy im Namen? Ich glaube... Obwohl, nee, keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich check's mal kurz aus. Ja, Siege hat Tom Clancy im Namen. Brilli, dankeschön. Noobhammer, dankeschön. Wow. Geht ab. Vielen, vielen Dank, Freunde. Ganz lieb. Vielen Dank an euch alle. Bei Ubisoft, ihr seid doch verrückt. Ich denke mir bei ganz vielen dieser Multiplayer-Shooter, wenn ich die so in Isolation sehe, also mal abgesehen davon, dass das ne, so ein vorbereiteter CG-Trailer ist, aber dass die Elemente, die sie zeigen, stelle ich mir cool im Spiel vor, aber wir sehen halt, es gibt so viele davon. Ja. Es ist diese Übersättigung. Ich finde es einfach, als jemand, der durchaus ein bisschen Siege gespielt hat, finde ich es einfach sehr weird, gerade diese Operator wieder, also in so einem Szenario zu sehen. Das ist erste... Das sind wirklich die gleichen Operator wie in Siege. Ja. Also das hier ist Ella, da war gerade, also am Anfang war Ash, die hat die Ansprache gemacht. Witzig. Und sie haben, glaube ich, auch dieselben Gadgets, wenn ich das richtig überblicke. Dann wirkt es natürlich noch mehr wie so ein Mod-Add-on irgendwie. Aber also es ist halt trotzdem so weird irgendwie, weil... Icarus, vielen Dank. Wow, Icarus. Ja. Jeez, vielen Dank. Tom Clancy. Ach ja, da hat der Tom... Das verdient der Tom. Der mit seinem rechtspopulistischen Scheiß. Jetzt ist er da als Zombies. Gleichzeitig im Jenseits guckt Tom Clancy auf diesen Trailer und denkt sich, Der unglückliche Tom Clancy im Jenseits ist es glücklicher, werde ich. So, that's fine with me. Der Tod ist für Robin kein Grund zu verzeihen. Nein. Grundsätzliche Ansagen hier im Stream.
With me today in Montreal, I have Bruno Lalonde, our lead technical director, and Alicia Fortier, game designer, to help walk us through. Alicia, what can we tell our players about Extraction? Extraction is a 1-3 player co-op experience. You might think you know what you're getting into since there's going to be some of your favorite Rainbow Six operators, but it's going to be completely different, because this time you're not fighting against each other. You're coming together to face an unprecedented, evolving alien threat. Some of the operators' abilities, Großzügigkeit. Das ist alles der Vordas-2-Hype. Ich weiß nicht mal mehr, wie mein eigenes Gefühl ist. Das sind die Leute, die gerade aus ihrer Schockstarre nach dem Post-Dunkel-Song erwachen. Generell geben wir den Credit einfach an deinen Vater, Robin. Ja, aber nicht das Geld. Das ist halt sehr interessant. Also, Es ist so ein Pseudo, also um mal auf das Spiel einzugehen, ne? Es ist so ein Pseudo-Zombie-Monster-Modus. Und es ist auch nicht der erste, den Siege hat. Aber dennoch gibt es so viele Operator, die so spezifisch auf taktischen Mensch-gegen-Mensch-Feuergefechts-Stuff ausgelegt sind. Gerade eben zum Beispiel Sledge, damit dürft ihr raten, was der hat. Der hat einen Vorschlaghammer, mit dem er Wände durchbricht. Könnte interessant werden, das in so einem großen Modus jetzt vernünftig einzubauen. Andere Operator machen interessante Sachen mit Drohnen und mit Aufklärung oder sie stellen Fallen oder es ist durchaus interessant, immer zu gucken, wie diese Konzepte umgesetzt werden, aber ich verstehe es noch nicht auf Anhieb. Ne? Ich meine, sie meinen ja, sie wollten noch eine Gameplay-Demo wirklich zeigen. Ja. Gut, vielen lieben Dank für den schamlosen Plug. Within New York, San Francisco and Alaska. Ja, geht's weiter morgen, Leo? Ich muss noch gucken, ob ich meine PS4 gefixt kriege. Letzte Woche war das Setup nicht gut. Und wir mussten Down Max Season 2 spielen. Was cool war für die 12 Leute, die zugeschaut haben. Suriam, Jamie. Suriam, vielen lieben Dank. Dankeschön. Killer Tamagotchi, Oshi Osborn. Oshi Osborn ist ein hervorragender Name. Danke, Killer Tamagotchi. Wundervoll. Wir haben auch, genau, Altklaus haben wir übersehen. Meine Güte. Ihr seid alle die Besten. It spreads to the map once your presence is detected, slowing progress and helping the Arkings. Some of the other threats you may have seen on the trailer are the long-range spiker, the explosive breacher, the shape-shifting tormentors. Ich habe gerade Shapeshifting Tomatoes gelesen und für einen kurzen Moment war ich gleichermaßen halb unterwirrt. Ja. Shapeshifting Tomatoes, I'm in. Rainbow Six meets Attack of the Killer Tomatoes. Hier ist unser Theme-Song. Es wird zumindest mal eine andere Gegnerart als generische Schleimmutanten und Alien-Zombies. Ja, sie sehen ein bisschen bekannt aus, ne? Ich musste vorhin auch ein bisschen an das Xbox-Spiel von Insomniac denken. Okay. Sunset Overdrive. Ja. Lord Knoppers mit der saftigen Tomate. First look at some gameplay footage. Here is Rainbow Six Extraction. Aber das finde ich lustig, so dieses Reveal mit allem. CG-Trailer, Erklärung, Gameplay. Ja, ne? Aber man muss ja auch sagen, auch, guck mal, wie viel Zeit es bei Extraction war es auch recht überfällig. Wir wissen ja irgendwie seit anderthalb Jahren oder einem Jahr schon, dass es das gibt. Ich bin dann auch über den Umfang dieses ganzen Dings hier überrascht, weil es nimmt jetzt einfach mal, ich weiß nicht. Ja, bei einem einstündigen Event in 10 Minuten schon sehr ordentlich. Ja. Wie viel Prozent das ist, kann man nicht unmöglich sagen, aber es ist, glaube ich, viel. Es ist den Menschen nicht möglich zu bestimmen, wie viel Prozent das sind von einer Stunde, aber... Plant auto trackers on dormant nests. Don't destroy them or we'll lose the trackers. Das ist der richtige Moment, um den neuen Random Encounter anzukündigen. Das musst du Tom fragen. Frag mal Tom. Wenn From Dust 2 angekündigt wird, dann parallel dazu findet das statt. Es wird dann auch eine Special-Folge, wo wir nur über From Dust reden. Aber über das erste. Ja, weil über das zweite können wir ja noch nicht viel sagen, aber wir können spekulieren. Kann man auch diesmal wieder sandburgenmäßig Lava in die Schluchten lenken? Ich liebe ja From Dust, muss ich wirklich sagen, unironisch. Love it. Okay, also das finde ich gerade interessanter, als ich gedacht hätte, weil allein, dass es Stealth-Mechaniken in so einem Spiel gibt, kenne ich noch nicht. Ich kenne das immer so als sehr klassisches, ne, 4 Spieler rennen durch eine Map zum Zielpunkt und dann spawnen Gegner, dann machst du die alle platt, aber dass es sowas wie Stealth gibt, das geht, glaube ich, nicht so oft. Als jemand, der wenig davon spielt.
Ja, die Sache ist die, wie sieht dieses Stealth aus, wenn es nicht mehr funktioniert? Weil in einem normalen Feuergefecht kann ich mir vorstellen, was ist hier, wenn ein Alarm geschlagen wird? Oh, Splatoon! Ah, Tom, why? Was denn? Das ist Resi 4. Tom, kann ein Spiel nicht auch mal für sich stehen? Nein. Sowas gibt es nicht. Und ich schließe mich der Message von Leader in Vatic auch sehr an. Ich habe mich auch sehr dran gewöhnt. Vielen Dank. Identifying Archean variants helps the team determine the best approach to take them out. Danke, Wookie Boy. Wie die Haare offen aussehen? Ja, das kann ich leider nicht gerade zeigen, weil ich die dann nicht mehr zu kriege. Selbst. Zumindest nicht so gut. Tom, kannst du den Stream einen Fussel lauter machen? Wird gefragt. Sure. So. Ich finde diese Alien-Designs ein bisschen lame. Ja, kann ich auch gerade sagen. That was close. Here the team can regroup and resupply. Airlock doors will open onto the next subzone, which will be tougher than the first. Es sei denn, es gibt eine Fehlfunktion in der Luftschleuse und dann. Das ist so random. Das Abschnitt ausgeht. Ja. Chance von 1 zu 1000. Weil seid ihr gerade auch beim Breacher? Bei mir muss ich mal kurz die Seite nur laden. Okay, gut. Ja. Mein neues Handy ist schick, kam rechtzeitig an. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Glück gehabt. Das war sehr faszinierend zu sehen. Ich habe viel Geld für den Versand bezahlt und das war irgendwie nachts um 0 Uhr noch in den Niederlanden und dann war es bis 7 Uhr am nächsten Tag in Berlin und zwischendurch in Belgien und Sachsen, hast du nicht gesehen, das war sehr faszinierend. Die meiner Haare sehen oft zu wild aus. Oft zu wild, zu gefährlich für Twitch. Da muss es noch eine eigene Kategorie dafür kommen. Können wir das präsentieren. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, ich dachte, das ist fertig. Nee, ich hab ja was für dich gesagt. Ja, sorry, dass ich jetzt so wenig zu sagen habe. Ich habe sehr wenig Interesse an. Ich muss auch sagen, also in dem CG-Trailer sah das alles ein bisschen cooler aus. Wie so oft. Ja, ich fand das Stealth ja gerade noch irgendwie erwähnenswert, aber das sieht jetzt alles schon sehr langsam aus und unspektakulär. Ich erinnere mich halt an die Demo von Rainbow Six Siege und wie gut die war. Fordern eigentlich uns diese. Warum steht da überall React? Meinen die uns? Sollen wir das besser machen? Reagier besser. Ja. Die Demo von Rainbow Six Siege war halt auch ein Bullshot-Trailer. Also, oh ja, stimmt. Das finale Spiel war in einigen Punkten sehr, sehr anders. Aber es war schon eine sehr gute. Ne, es hat eine sehr gute Idee darüber gegeben, was das Spiel als Fantasie will, würde ich behaupten. Als Fantasie, ja. Frage ist, wie ehrlich ist das dann? Aber ja. Wow, that did it. Aber ja, das ist ja ziemlich sicher einfach Gameplay und das sieht so aus, ja. Besser. The squad can either exfil at the extraction point to bring home the latest intel or move to the next. Ja, I don't know, es ist einfach schlichtweg nicht das, was ich von Siege will. Das ist so ein bisschen der Punkt, ne? Und das soll es ja auch nicht sein, es soll eine neue Erfahrung sein. Aber diese neue Erfahrung, ich weiß nicht, ob die sich 1:1 von Siege Fans zu Extraction übertragen lässt oder ob sie versuchen, sich eine neue Community aufzubauen. Und wenn dem so ist, warum dann das Siege-Franchise dranpappen? Also, I don't know. Das Ganze ist konzeptionell einfach ein bisschen eigenartig. Nichts für Danke. Hollow 66 verschickt 5 Abo. Ihr seid heute wirklich sehr, also ich bin sehr dankbar. Dankeschön. Ich will ja sagen, wir haben das nicht verdient, aber auf der anderen Seite, ich bin ja sowieso nur Gast. Die haben es nicht verdient. Ja, sehr. Das ist ein eigenes Spiel. twitch.tv/thegermanguy. Geht dorthin und ignoriert ihn einfach aus Rache. Einfach mal hingehen und blocken. Ich würde dir sagen, Leland Vatic, fang mit God of War an, das hast du auch am ehesten durch. Ich habe God of War dieses Jahr tatsächlich nochmal durchgespielt. Oh! Den habe ich auch vor, bevor der 2 jetzt rauskommt. Der 5 bezahlt, Entschuldigung. Also in der Stresssituation, wenn diese Corruption sich auch weiter verbreitet, das sehe ich dann schon ein bisschen mehr, wie das spannend ist.
I don't know if you can hear this, but we're mounting a rescue. Hang tight. Es wirkt ein bisschen wie sowas wie Left 4 Dead oder Vermintide, aber eben ohne die Gegnerwellen und die Action. Ja, aber ja, halt auch nicht ohne die Fantasy-Elemente, die ist ein bisschen, also natürlich ja. Mit den Fantasy-Elementen, aber ich finde, diese Tom Clancy, die Kontextualisierung davon, aber das hier ist jetzt eine coole Elite-Einheit, die das macht, die macht es halt nur unspannender, finde ich. Im Vergleich mit so 4 Stereotypen zu Vibern, die alle einen Stereotyp erfüllen und sowas, das finde ich viel, viel spannender. Sakura Kira LP, vielen lieben Dank. Da du LP im Namen hast, würde ich mal schätzen, dass du vielleicht das Space machst. Also geh doch mal vorbei auf den Kanal. Well, that was a segue. 10 years ago, Rocksmith redefined music learning by introducing the first console game that taught millions how to play guitar. Whether you're already an expert or just starting out, Rocksmith has an approach that's for everyone. A fun and interactive way to learn guitar, playing your favorite songs. Und El Marco, vielen lieben Dank für die Geschenkabos. Dankeschön. Also ein Viertel dieser Präsentation, soweit würde ich jetzt mathematisch gehen wollen, waren tatsächlich Rainbow Six. Moment, Rocksmith? What? I'm in. Tell me. Du hast das ja wirklich ein bisschen gespielt, ne? Ja, sogar relativ viel. Und ehrlich gesagt, ich liebe Rocksmith. Es funktioniert erstaunlich gut. Es hatte eine tolle Musikauswahl. Es hatte natürlich verbrecherisch viel DLC, aber das ist normal bei sowas. Mir hat die Musik von Rapsmith immer ein bisschen besser gefallen. Ja. Ich mag auch Schlagersmith gerne, aber... Nee, das ist Will Smith, der macht das. Double down, Robin, double down. Ich wäre immer Tom. Ich glaube, der Witz wird besser, wenn du mehr Songs kannst. Ich werde niemals aufgeben, ihr wisst das. Ist es wirklich ein komplett neues? Weil die 2014er Re-Edition von Rocksmith ist gut, definitiv. Ja. Aber neues mit nochmal verfeinerten Mechaniken und neuen Songs und sowas, oh, das ist auf jeden Fall. Oh ja, der Chat sagt von Rocksmith. Very in. Ja, Rocksmith habe ich auch immer sehr Positives zu gehört von den Leuten. Die da wurden doch auch immer Versionen von verkauft mit einer tatsächlichen Gitarre, ne? Normalerweise ja, sollst du ja die vorhandene bereits benutzen können, aber es gab auch extra Gitarren. Richtig. Ich meine, das ist wieder die alte Debatte. Lernt man auf einem günstigen Einsteigerinstrument oder lernt man einfach gleich auf einem etwas höherwertigen, was man dann nicht erst wieder eintauschen muss und dann sich umgewöhnen muss, blablabla. Das ist eine Debatte, die an der Stelle zu weit führt, aber was ich auch interessant finde an dem, was wir hier gerade sehen, also wir sehen wieder einen Bass, das heißt, Bass ist auch wieder dabei, das ist cool, das war früher so, und wir sehen mehrere Leute, die Akustik- und Halbakustik-Gitarren spielen, was die Funktionalität hatte Rocksmith früher auch schon und die war mehr schlecht als recht. Also da wäre ich interessiert daran, ob sie das ausbauen. Einfach deshalb, weil der Tonabnehmer für die Akustikgitarre, das musste dann mit dem Mikro machen und die Erkennung war, wie man auf Deutsch sagen würde, spotty at best. Mhm. Aber naja. Ich staune überhaupt, dass wir Rocksmith nochmal sehen in der Form. Ich find's toll. Ja. Ja. I love it. Rocksmith Closed. Ja. Aha. Closed Beta. Closed Beta total. I'm in. Also wenn das rauskommt, so das würde ich mir geben. Wirklich so eine Art Service. I'm Arthur Vonnegut. Ja, sure. Ich meine, das kommt darauf an, wie man das Finanzierungsmodell davon fährt. Weil ich kann nicht im Monat jedes Mal 100 Euro für, was weiß ich, neue Songs oder sowas ausgeben. Das geht nicht. Aber ja, mal gucken. Rocksmith ist, was ich wünschte, als ich Musik lernen wollte. Und das ist, warum ich thrilled to share the next evolution of music learning. Wie gut Rocksmith ist für einen kompletten Neueinsteiger, weil ich schon Gitarre ein bisschen spielen konnte, als ich mit Rocksmith angefangen habe. Aber ich höre immer sehr positiv über Leute, die auch von Null anfangen und sagen, mit Rocksmith kommt man wirklich an einen Punkt, wo man, ich meine, man ist kein vollständiger Gitarrist oder sowas, aber man kann auf der Gitarre Musik machen, man kann spielen und man lernt Techniken und man kriegt Fingergefühl und so. Das heißt, als Ergänzungstool ist es wahrscheinlich toll. Und wenn man wirklich nur das will, irgendwie, ich will gerne Songs begleiten können oder die Akkorde lernen oder sonst irgendwas, dann glaube ich, ist es mindestens so gut, wahrscheinlich besser als irgendeine andere autodidaktische Möglichkeit mit einem Buch oder einem Online-Kurs. Oder so, Junkman schreibt gerade, er hat von Null angefangen und er kam super rein. Das ist super cool. Und wir sind excited, Sakura Kira, also man schließt dann eine Gitarre an und es ist letztendlich wie Guitar Hero oder Rock Band oder sonst was, aber du spielst halt wirklich die Noten auf deiner Gitarre und die Akkorde und
We'll still have the note for note halt authentic arrangements for players that want to play. Es ist halt wirklich ein Lerntool mehr als irgendwie wie Guitar Hero und so sind ja wirklich Videospiele Spielzeuge. Sure. Ja. Ich meine, sie versuchen den Lernprozess zu gamifizieren, zum Beispiel. Es gibt so ein paar Sachen, die am Lernen eines Instruments, wie auch am Lernen von anderen Sachen, einfach langweilig sind. Zum Beispiel Skalenübungen, Fingerübungen, so die Muskulatur gewöhnen an die Bewegung und solche Sachen. Und das versuchen sie zu spielerisch aufzuarbeiten. Da hast du dann kleine Minigames in der Arcade oder wie es im Spiel heißt. Guitar Arcade. und da geht es dann darum, was weiß ich, ja, irgendwie wechseln die Bünde schnell genug, damit ein Rennauto in einem Rennspiel rechtzeitig die Spuren wechselt, so wie du die Bünde wechselst auf der Seite und solche Sachen. Das ist albern, aber es ist cute, warum nicht? Kann man machen. Ist auch nicht schlechter als andere Methoden zu lernen. Lucky Tricks vom UI angetan, das verstehe ich gut. And are introducing new ones. Beginner and intermediate players will benefit from more personalized learning. Thanks to an enhanced recommendation system and more mehr customization tools für die einzelnen Tracks werden halt auch noch super gut. They can now monitor their progress technique by technique across the board and overall offer a better sense of how you're improving over time. Advanced players will be happy. Die Einstiegshürde ist halt ein bisschen höher, ne, weil du, also rein finanziell, weil du die Gitarre erstmal kaufen musst. Sure, das Bundle, was sie damals angeboten haben mit der Gitarre, also die Gitarre damals war preisgünstig und ich habe ein, zwei Reviews mir zu der Gitarre, die damals dabei war, angeguckt und meinen, ist okay. Ist für ein Anfängerinstrument okay. Das Wichtigste an einem Anfängerinstrument ist, dass es nicht, es darf nicht schmerzhaft sein natürlich und es darf nicht irgendwie, also es darf dir einerseits nicht die Lust am Lernen irgendwie versauern und andererseits darfst du nichts falsch lernen, aber das, Dr. Trick sagt, beim ersten Rocksmith hat ihn das UI auch abgeschreckt. Register now for a chance to play the Rocksmith Plus Beta. Okay, Beta jetzt, aber viel mehr zu Bezahlmodell oder so haben sie gerade nicht gesagt, oder? Ich habe versucht, die Untertitel ein bisschen zu verfolgen. Das wäre eine große Sache, ja. Subscription, aber was für eine? Naja, kommen wir erstmal zu Riders Republic, wo man sein eigenes Fahrzeug an den Rechner anschließen kann und dann selbst fahren kann, damit... Haben wir jetzt auch schon eine Weile nicht gesehen, oder? Wie spielt man die Beta, wenn man kein Kabel hat? Da kriegst du gute Frage. Ich habe mal dieses Kabel vom ersten Teil, aber... Das ist eine gute Frage. Man braucht ein spezielles Kabel, wie man sich vielleicht vorstellen kann. USB zu Klinkensteckerkabel. Da gab es so ein paar Leaks zu von Playtestern, die Dinge über die Monetarisierung gesagt haben, weil das Republic nämlich nicht. Sie jetzt nicht überraschen, aber auch nicht toll anhören. Also durchmonetarisiert bis zum Ende, dass es so, schon so ein bisschen wirken soll wie ein Free-to-Play-Spiel, aber halt 60 Euro kostet, weißt du? Aber im Grunde ist es genauso, wie du es auch vorstellen würdest. Ich kann mir vorstellen, dass wir davon erstmal nichts hören werden. Nee. Pay for your creations. Stay on top of the latest news. And take up some ferocious multiplayer action, like Free for All or Tricks Battle, our 6 versus 6 team competition. This game wants to be Tony Hawk's again. Das ist diese typische Ubisoft-Wackiness. Okay, jetzt ist es nicht Tony Hawk, sondern Assassin's Creed. Assassin's Creed. Das ist der Naya wieder vorbeigekommen. Ja, alles ist der Naya. Oh, schön. Which will help multiply your score into the big time. Das ist so eine tolle Community, die direkt bekommen geheißen. Ich muss sagen, also auch wenn ich natürlich und völlig zu Recht den Griesgram-Ruf hier habe und so, aber ich muss sagen, bei Rocksmith ist mir doch jetzt gerade ein bisschen warm geworden, dass da was kommt, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Ich finde auch schön, dass du dich da so auch direkt auskennst, weil Robin und ich hätten da auch nur nicken können. Aber kompetent nicken. Sehr kompetent. Das sieht halt super cool aus. Das ist halt, ne? Ich befürchte Schlimmes zu diesem Spiel und seiner Struktur und aber das, ja, das Kern-Gameplay hier sieht halt super geil aus. Aus der Ego-Perspektive vor allem. Ja, es ist dieses, ich habe ja in einem meiner Dreamcast-Spiels mal Sega Extreme Sports gespielt, wo du auch so hin und her wechselst zwischen verschiedenen Sportarten und da erinnert mich das auch so ein bisschen dran. Das war auch cool. Animationen sind manchmal ein bisschen
bisschen wackelig. Sagt mit Fahrrad. Was ist auch schön. Fahrrad. An dieser Stelle schaut er da. Schöner Callback. Fahrrad. Fahrrad. Wir machen es nochmal Steep. Fahrrad. Was sind das? Kommt Doc Smith auf der Konsole? Könnte sein, wer weiß. Ja, es sieht halt schön verrückt aus, aber. Ja. Das hat schon im Just, das war schon das Highlight an Just Cause 4. Mhm. Bei mir, also, ich mochte ja auch im Prinzip, ist vielleicht besser, Steve, aber dieses komplett Strukturlose hat es dann für mich halt nicht interessant gemacht und ich glaube, also das hier sieht halt sehr so aus. Aber Steve wurde auch sehr lange supported, ne? Ja, ja, sehr viel länger als man glauben würde, aber es geht ja auch, also, guck die Q2 an, das kann man Ubisoft wirklich nicht vorwerfen. Und, guess what? You can play it versus your friends. Weil das ist halt so, also als riesiger Trials-Fan liebe ich das, was ich hier sehe, erstmal. Ich mag halt irgendwie diese Shots aus der Ego-Perspektive. Ja. Voll. Just more, okay? And the natural outdoor playground for you and your friends to enjoy. Any way that you want. Konnten sie nicht widerstehen, dem ET-Shot. Look at all these riders. Also ich dachte, bei der Vuvuzela konnte ich nicht. Der Stream ging um 21 Uhr los, Hakan. Du hast aber nur Rocksmith Plus und Rainbow Siege Extraction. Das ist ja wie Schmeißfliegen hier, holy shit, ein ganzer Schwarm. Ein Schwarm. Dieses Geräusch mag ich sehr, wenn sie da den Bretterding entlang fahren. Ich mag, dass man anscheinend an alle Fahrzeuge an irgendeinem Punkt Raketen einfach ranpappen kann. Das ist sehr Just Cause. Mhm. Ich habe gerade bei den Flügeln und diesem Antrieb habe ich gerade eine sehr weirde Assoziation, die mich noch mehr beschäftigt, weil seit einer Weile Material zu Total War Warhammer 3 gezeigt hat. Okay. So Total War gibt es diese Katapulte, die einfach Goblins verschießen, die Flügel auf den Rücken gestellt haben und die dann als Geschosse sich selbst in Gegner reinlenken. Da muss ich gerade denken, oh Mass. Das ist sehr cool. Die Warhammer-Mod für Riders Republic. Yes, give it to me now. Oder andersrum, die Riders Republic-Mod. Oh. 2021 is the perfect time to drop in. Ich glaube, wir werden jemals mal SSX sehen. Rift Apart werden wir noch spielen, Lila. Aber ich glaube, wir haben es alle noch nicht angefangen. Ah, endlich mal ein bisschen Siege. Aber richtiges Siege. Ja, übrigens, haben wir doch gar nicht gesagt, sollte man vielleicht mal kurz erwähnen. Falls ihr am Donnerstag auch Day of the Devs nicht gesehen haben solltet, so direkt los nach der Show, die wir gesehen haben, guckt euch das mal an. Day of the Devs, also wie Day of the Dead, nur mit D-E-F-V-S am Ende, präsentiert von Double Fine. Eine anderthalb Stunden endlos interessante, spannende, toll aussehende Indie-Games. Das sah richtig, richtig toll aus. Ganz nebenbei als Empfehlung. Alucard, ich habe keine PS5. Sorry. Ich momentan auch noch nicht so traurig drüber. And for console players, in early 2022, crossplay will be available between PlayStation and Xbox platform and the cross progression will be available between all. Das sieht schon immer dieses Logo. For this update, nee, ist neu. We needed a bit ja, nee, das haben sie überhaupt nicht. Prepare and make sure they have a smooth launch. Sieht aus wie von einer Zahnpasta. Das ist so wahr. Das stimmt so sehr. It will finally allow you to play with your friends across different platforms. It also means that your progression will now follow you anytime and anywhere you play. We know crossplay is a feature a lot of you has been anticipating.
And we are Big thrilled Moon. To see the enthusiasm it's an subscription. Auch an Saints Row for President, wie ich das schon gesagt habe. Awesome und sorry für alle, die wir eventuell übersehen haben. Mich an Undank, es liegt nicht daran, dass wir euch mobben wollen. Wir übersehen nur manchmal Leute. Ein Albatross schnurrbart sieht super knapp aus. Anwendung 3. Brand new animated trailer starring Thunderbird, und Anwendung 3. New Defender joining Team Rainbow. Check this out. Morgen kommt Microsoft und Square. Morgen ab 19 Uhr. Sind 19, wir auch wieder geht dabei. Das beides flüssig ineinander über? Ja, so flüssig wie diese Events ineinander übergehen. Also geht das morgen dann auch erst ab 19 Uhr überhaupt los? Weil dann was meinst du? Naja, ist vorher schon was. Nee, 19 Uhr geht's wirklich los. Okay, weil dann morgen um 14 Uhr habe ich wieder vor zu streamen, aber dann da sollte ich dann schon fertig sein. Das sollte ja passen. That symbol. What does it mean? This jacket was my father's. Dagu Wankan. We Chachpi. So, wo bleibt Lore? Jetzt, wo bleibt Sam jetzt, Siege Lore, Freunde? Wo bleibt Sam Fisher? Tom, warum? Siege dreht sich nicht komplett um Sam Fisher. Nicht? Ich dachte, nicht. Ach, ich dachte, jedes Ubisoft-Spiel dreht sich inzwischen um Sam Fisher. Alle Ubisoft-Charaktere, die retired werden, tauchen plötzlich als Operator in Siege auf. Als nächstes Rabbids. Das wird einfach die Rabbids als Operator. Rainbow Six Siege Sam. Als nächstes Page aus Beyond Good and Evil und alle so, aber Beyond Good and Evil ist doch noch gar nicht wie... Oh. Ach Mann, oh. Rayman. Ach Mann, oh. Das ist wie so ein Todesurteil. Ach Mann. Just dead. Einfach nur. Das sind Siege, also ist das Franchise einfach weg. Ah, das Bärgeräusch, was es gibt in Medien. Wirklich, kann das ist ein Bär. Ja, das wäre also meine Anfrage an Leute da draußen wäre, kann einer mal irgendwie in die Natur gehen und nochmal einen anderen Bären aufnehmen, damit wir zumindest ein zweites Bär-Soundfile in sämtlichen Medien bekommen. Geht bitte nicht in die Natur und versucht einen Bären aufzunehmen. Das ist nicht alles. Mann, Tom, jetzt toppelt ihr das doch nicht direkt von mir. Das kann doch nicht immer alles klingen wie der Bär in Warcraft 3. Gosh darn. Der doch, Druide. Genauso wie das Wolfsgeheul. Das muss immer das eine sein. Ja. Boah, das gab's. Oh, in Biomutant, glaube ich, haben die das Geräusche der Gnolls gemacht aus Warcraft 3. Oh ja. Ich weiß nicht, ob das war. Ich glaube, so ein ähnliches Sam, Effekt hört sich in Dark Alliance. Sam versucht, Leute zu überreden, in der Natur zu gehen und Bären aufzunehmen. Genau, jetzt sind es einfach nur Live-Game-Updates. Honor. Ja, also, sofern sie nicht eine neue Fraktion ankündigen, was glaube ich nicht passieren wird, wird das jetzt hier nicht das Größte, was passieren kann. Ein Samurai-Showdown-Charakter? Samurais, Ritter, Wikinger und Splinter Cells. Es gibt eine Splinter Cell in For Honor. Sam Fisher in? Das sieht gerade mega weird aus. Sollte das so sein wie so Skipping Stones mit den Fahrzeugen gerade? Ja, aber wenn, also Trackmania sollte auch immer weird aussehen, sonst wäre das enttäuscht. Dass Brawlhalla nicht nur existiert, sondern immer noch existiert und so großen Support hat, wird mich niemals nicht überraschen. Ich finde es krass. Ich habe dieses Spiel noch nie irgendwo wahrgenommen. Ja, aber insofern passt es gut zu den Turtles, die aus irgendeinem Grund auch immer noch around sind. Die kriegen einen super Beat'em'up. Ja, haben sie nicht. Ein super aussehendes Beat'em'up. Die Sache, die Turtles sind Teil meiner Kindheit, aber genau das ist der Punkt. Die Turtles sind Teil meiner Kindheit, what are they still doing here? Das ist, alles andere aus meiner Kindheit ist längst zu Staub zerfallen. Wow. What the fuck is happening? Aiden Pierce steht auf meinem Bildschirm. Im Jahre 2021. Return to Watch Dogs? No thanks. Ranch ist halt awesome. Remember Watch Dogs? Ranch ist halt awesome. Ranch ist ein so unterschätzter Charakter, das großartig spielt Watch Dogs 2. No, don't. Den Rest könnt ihr euch sparen. Doch, 2 ist super. From the release of the Ghost Experience. Ah, Leo liegt falsch. Und Ghost Recon Breakpoint. Ja. I tested it and I concluded it was awful. Okay, das dann, ich hab's nicht getestet. Da ist er! Da war er. Hast du ihn gesehen? Hast du gesehen, Robin? Ah. Da war er. Jetzt ist er in Breakpoint oder was? Warum ist er denn in Breakpoint? Ich glaube, das wusste man noch nicht mal. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, mein Stand ist dann immer erst überall, nur nicht im Splinter Cell.
When you're in good company, there are no bad dancers. In Ghost Recon. Ja, ja, Lucky Tricks meint, er war schon in Mission 2 in Breakpoint. Wirklich? How dare they? Bist du eigentlich auch großer Michael Ironside-Fan, oder? Ja, also großer nicht, nee. Aber wenn ich ihn sehe, mag ich ihn. So würde ich es am ehesten sagen. Ich mochte sehr ihn in Turbo Kid. Ja. War das Michael Ironside in Starship Troopers? Yes, das wollte ich gerade sagen. Yeah. Ich bin größer Michael Ironside-Fan als Sam Fisher-Fan, nur wegen Starship Troopers. Ja, genau. Ich habe Starship Troopers nie gesehen. Das ist eine der Klassiker, das der auf ist eine dieser Bildungslücken, die du schließen solltest. Ja, das ist toll. Ich habe das Buch gelesen, fand das so gut, dass ich das nicht von diesem völlig falsch darstellenden Film zerstören lassen will. Das ist ein Witz. Ja, genau. Dieses überhaupt nicht faschistoide Buch. Wundervoll. Ja, das war der Joke, genau. Es hat einen sehr, sehr antifaschistischen Film bekommen. Ja, und das haben die Leute damals nicht verstanden, die Kritiker. Ja, was ist das denn? Also das wiederum mag ich gerade sehr. Das ist fabulous. Wenn ich schon keine neuen spannenden Spiele bekomme für mich, bin das ja in Ubisoft vor, will ich wenigstens. Ich würde aber auch sagen, ich will jetzt hier auch Sam Fisher mittanzen sehen. Oder alternativ Michael Ironside. Oder die Rabbits. Nein. Ich habe bei den Just Dance Sachen immer ein bisschen Angst vor der Musik im Zusammenhang mit Streams und YouTube-Videos. Ja. Hell yeah, I love him. He's great. Ich habe kurz mitgekriegt, wie kürzlich versehentlich ein ganz kurzes Snippet von Sleeping Dogs, was ich gestreamt habe, gemutet wurde, weil wir in einer Karaoke-Bar waren. Oh, echt, ja. Wir waren in einer Karaoke-Bar und im Hintergrund lief ganz leise. Girls just wanna have fun. So leise, dass man es kaum hören konnte. Es war sofort gemutet. Laut genug. Jetzt kriege ich aber dann schon die Zeit, der nächste Lyric, ab wo gecuttet wurde, wäre Pussy gewesen. Das finde ich schön, dass Ubisoft so. Genug vom Song. I love him, he's great. He's fun. Honey, wir sind Videospieler. No one is living his best life here. Wirklich. Just Dance will never end. Ja, da hoffe ich doch, das ist schön. Kommt das immer noch für Wii? Ich habe das, also als ich es zuletzt gespielt habe, war es, glaube ich, sogar die Wii U-Version. Es war nicht sogar das Ding, dass Just Dance-Version immer noch für die Wii erscheint, aber nicht mehr für die Wii U? Your journey with Eivor is far from over. Alter, die Journey mit Eivor ist so lang, dass meine normale Journey mit Eivor immer noch long from over ist. Die läuft noch. Ja. Was meint also er damit? Ich spiele tatsächlich gerade den ersten DLC und der gefällt mir auch sehr. Ich bin ja immer dabei. Boah. Entgegen. Das ist, und wenn sie jetzt nach Paris gehen, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Valhalla, die moderne Geschichte von Assassin's Creed ist das erste Mal seit einem Jahrzehnt hyped mich richtig. Und das heißt, das ist so schön. Betonung auf Big. Also wirklich, bei Valhalla, ich mag Valhalla, wirklich. But it's too big. Just too big. Es sind halt drei Serienstaffeln, die du in einem Spiel hast. Eigentlich ist die ganze Serie. Das ist Final Fantasy 14, der Singleplayer-Open-World-Spiele. Genau, im Grunde schon. Du erlebst hier halt wirklich das Leben von dieser Charaktere, wie die heiraten und sich wieder scheiden lassen und alles in einem Spiel. Ist völlig unnötig, aber wenn man sich darauf einlassen kann und das dabei bleiben kann, dann ist das eine sehr einzigartige Erfahrung auch. Auf jeden Fall eine sehr schöne Welt. Sollen halt einfach mehr Randvi bringen. Ich will ein Randvi-DLC, wo man einfach nur mit Randvi rumhängt. Because she's the best. She's like the best. Hast du denn jetzt in dem DLC so übernatürlichen Kram, Robin? Das ist ja schon im Base-Spiel ganz viel. Ja? Im DLC bisher auch noch. Also das ist einfach Teil dieses Spieles mittlerweile komplett. Auch im Hauptspiel schon. Das ist Tom, frag bitte nicht nach den übernatürlichen Elementen von Valhalla. It's a whole thing. Wirklich. Und zwar von Anfang an eigentlich. Ja, so ein bisschen was davon habe ich ja auch mitbekommen. Ein bisschen gespielt habe ich ja auch. Und es ist halt auch so, es ist so transparent, es wird von Anfang an so deutlich aufgebaut und dann so will das Spiel so ein, übrigens, dies und das ist der Fall und dann will es, dass du Audible Gasp machst, aber du stattdessen so,
Ja, ich weiß. Ich hab hingeguckt. Die Art von Twist. Also, wenn du es durchspielst, da kommen crazy Twists. Also, wenn du einer von den zwei Leuten bist, zu denen ich gehöre, die noch die Gegenwartsstory im Kopf haben, und zwar die komplette Gegenwartsstory, samt Origins, samt Odyssey und auch samt 3 und 2 und so, dann holy shit. Also einen der Twists kenne ich tatsächlich. Machen. Wenn du es bist, wenn du es nicht bist, dann ist die moderne Story so, what? Ja. Und sie hauen dann so rein am Ende, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Freust du dich hier drauf, Robin? Auf Paris ja, also nicht auf diese ganzen kleinen Events und so, da traue ich alles nicht. Aber das hört sich ja nach wirklich was anderem an. Weißt du, Robin, der Witz ist, ich habe sogar diese drei optionalen Bosse, diese Hexen, so selbst die habe ich gemacht. Aber für das Hauptspiel hatte ich weit, oder? Aber für das Hauptspiel hatte ich keine Energie mehr. Krass. Da kannst du aber gar nicht mehr so viel haben, bestimmt. Hast du eine Ahnung, Alter? Es ist noch X Gebiete. Okay. Das war wirklich. Die Sache ist nur die, dass das Kampf. Ich mag, wie brutal und wuchtig das Kampfsystem von Valhalla sich anfühlt. Aber es ist auch nicht so schwer, finde ich. Ja. Irgendwie. Und ich war halt für mindestens einen dieser drei optionalen Bosse tierisch unterlevelt. But I still won. Und das ist einfach. Ja. Ja, vielleicht nicht völlig anspruchslos, aber es gibt, man kann cheesen und so. Noch mehr von dem Discovery-Kram ist so aber cool, oder? Ja, ich hoffe, sie machen das mit Asgard. Man hat kurz Asgard gesehen, das wäre doch schön, wenn du dann einfach immer in Asgard in Discovery und dann steht da, hier, das ist übrigens sehr interessant. Die Discovery-Tours sind irgendwie tierisch beliebt. Ich hab reingeguckt und ich dachte mir, hey, das ist ein cooles Feature, aber ich glaube, ich würde es nicht nutzen, tatsächlich. Nee, privat würde ich das auch nicht machen, aber ich habe jetzt auch wirklich schon öfter gelesen, wirklich von Schulen, die das nutzen und so, und das ist halt richtig cool. Mhm. Ja, dann muss man auch wirklich sicher gehen, dass da kein Shinpooler getrieben wird und dass das gute, zuverlässige Quellen sind und alles. Ja. Sorry, dass ich Ubisoft vielleicht ein bisschen misstraue an der Stelle, aber sagen wir einfach vorsichtig, Assassin's Creed ist normalerweise keine Dokumentation. Ach, Valhalla macht das schon ganz gut. Die... Ja, genau, das ist so. Sklaverei bei den Wikingern? Sind das jetzt einfach Oblivion hier, oder was? Tor nach Helheim. Finally more to come. Oh, also kommt nach Paris noch mehr. Sie sollten sagen, weird. Even more to come. Weird. Weil das ist ja die krass, also Odyssey hatte ja extrem übernatürliche Steams, wo du in Atlantis unterwegs warst, das fand ich ja mega geil. Und die DLCs von Valhalla sind dann sehr auf dem Boden eigentlich, wenn du jetzt wohl in Irland bist und danach dann in Paris. Da scheinen sie dann ja offensichtlich dann doch auch nochmal richtig da reinzugehen. Weil wie gesagt, das haben sie bei Valhalla alles ins Hauptspiel mit reingelegt. Da bist du in Jotunheim und in Asgard unterwegs und so, das sind alles wesentliche Teile dieses Spiels. What's the difference? Den will ich immer noch gucken. Tatsächlich, das hat gute, bis sogar sehr gute Reviews teilweise bekommen. Ist das nicht dieser eine Schauspieler aus dieser einen Serie, die du magst? Mehrere. Das ist der andere Schauspieler, war auch aus der einen Serie, den ich mag. Always Honey heißt es. Und es ist die beste Serie der Welt. Und es soll sehr gut sein. Scheint ja auch erfolgreich zu sein, wenn sie hier weitermachen. Ja, das sind die beiden Writer. Das sind zwei der Writer gewesen von Werewolves Within. It's a whodunit with teeth that'll be coming to theaters June 25th and on demand July 7th. Oh, ist das mit Milana Bentrop in der Hauptrolle? Hello everyone, ja. Ist Werewolves Within als Spiel nicht dieses VR Werewolf Ding halt? Nee. Das heißt einfach nur Werewolf. Erstmal, wow, ich wusste nicht, dass Josh Rubin. Werewolves Within ist eine Horrorserie, die so ein bisschen Cabin Fever mäßig. College Humor weiß ich. Ja, erstmal Josh Rubin von College Humor, den habe ich ewig gesehen und ich wusste nicht, dass er hier involviert ist. Aber das hier ist eine coole, neue Horrorserie mit Milana Bentrop in der Hauptrolle. Leo, das ist das, was ich sage. Es gibt ein Ubisoft VR-Spiel, das heißt Werewolves Within. Das ist einfach Werwolf. Ist das so? Und das basiert da drauf. I didn't know. Okay, dann habe ich was dazu gelernt. Aber ja, das hier ist super weird, finde, weil die haben einfach eine Serie zu dem Spiel Werwolf gemacht. Das gibt's. Sure, aber das Writing hiervon, also ich habe ein paar Trailer gesehen und so, das scheint recht, okay, recht putzig zu sein, so. Das ist ja weird und lustig. Ja, aber guck mal, wir kriegen doch Far Cry 6 noch und dann sind wir doch fertig, oder? Ja, ich frage mich auch, ob es überhaupt irgendeinen One Last Thing gibt. Aber vielleicht ist das der doch ein Assassin's Creed CG-Trailer. Nee, das wäre das erste Mal, glaube ich.
die das so machen würden. I don't know. Und vor allen Dingen, es kommt ja auch erst Ende nächsten Jahres, das würde mich jetzt sehr wundern. Roads are effed. Something's wrong with the generator. Also, there's a dead body under your porch. Weil das habe ich in den Trailern bislang nicht gesehen, based on a popular video game. Das ist mir neu. Didn't know that. Ich wollte gerade sagen, weil das Spiel kennt keiner, weil es ein VR-Werwolf-Spiel ist. Naja, aber das One Last Thing muss dann ja Rabbit sein. Fällt mir gerade an. Oh, stimmt. Ja, of course. Ja? Dann ist natürlich das schon geleakt. Parkburn Rabbit. Ja, mit Sicherheit. Es sei denn, das wird bei der Nintendo Direct gezeigt, aber ich glaube, das wäre eher bei Ubisoft. Ja. Würde auch erklären, warum es liegt. Follow Mythic Quest on Apple TV Plus and be sure to catch Werewolves Within this summer. Oh, das ist sogar ein Film. In theaters or on your on-demand platforms. No hero story is complete without a great rival to match them. After all, even the most vile tyrant is a star of their own narrative. When it comes to memorable villains, no one is better Far Cry. Than Far Cry. Yeah. Ich glaube, du bist wirklich 2-3 Sekunden hinterher, Robin. Achso, Entschuldigung. Ja, ich habe das schon mal aktualisiert, aber... Die Behauptung, die sie gerade gemacht haben, die könnte tatsächlich stimmen. Ich habe kurz darüber nachgedacht, dass Far Cry mit, also zumindest mit, einige der interessanteren Enden im Gaming-Bereich haben. Und zwar seit, über eins kann ich nicht sprechen, aber seit Far Cry 2 haben Far Cry eigentlich immer interessante Enden. Das stimmt. Also ich finde halt Far Cry 5 ist spektakulär mies umgesetzt. Ich weiß voll, was sie wollten und ich finde, das funktioniert gar nicht, aber ja. Ich lieber das, lieber so, als gar nicht versuchen. Ja, aber ich meine... Aber auch drei. Vier weiß ich gar nicht mehr. Doch, vier weiß ich wohl auch noch. Stimmt, vier fand ich richtig gut, das Ende. Ja. Drei ist ein bisschen weird vielleicht das Ende, so, aber auch es ist jedenfalls nicht so glatt gebügelt. Und selbst zwei hat halt, du verbündest dich mit dem Typen, den du geschickt wurdest, um ihn zu töten, die örtliche Krise zu beseitigen und dich dabei selbst zu opfern. So, what? Es ist halt das Seltsame, diese Spiele, die also erzählen sich auf so einer seichten Ebene eigentlich komplett immer. Aber diese Enden sind dann, hauen dann so krass rein, so oft, als ob die eigentlich, dass sie eigentlich, um so wirklich funktionieren zu können, in anderen Spielen stecken müssten. Nicht in diesem total komfortablen Feel-Good-Game. Und dann hast du diese übelst anarchischen Enden. Das ist sowas sehr seltsam. Ja, danke, warten auf Lisa für das Abo. Huge sagt was sehr Richtiges. Das beste Ende war in Teil 4, wenn du am Anfang 10 Minuten wartest und nichts machst. Das war wirklich ein sehr gutes Ende, was da passiert. Ich finde das sowieso cute, wenn Spiele diese alternativen Szenarien einbauen. Ja. Ich meine, dieses Ende von dem Huge gerade sprach, das endete mit den Worten: Now maybe we can finally shoot some fucking guns. Beste final words in a video game ever. Before he was El Presidente. Mi papa loved to fish. We would go out on a boat, just like this. And we would catch the fish and then release them. He would say, it's not always about your stomach, mijo. It's about the challenge. Except when he caught a big fat juicy marlin. He was too proud to let that fish go. Sick Tirano! You have poisoned Yara! You have poisoned your sword! I have caught a very big fish today. Ah, Jack cuts! The black screen. Diego? Denkst du mal noch? Diego! Ja, das wird sich auch nicht jetzt nicht mehr ändern. Aber auch ein bisschen lustig, Robin. No way. I'm sorry. Ich kann ja noch mal aktualisieren und hoffen, dass was passiert. I have got you, mijo. Now it's time to bring you home. I don't want this anymore, Papa. We have no choice. Let them go. They can work. Make vivido. Truth or lies? Truth. They could be good workers. They could help rebuild paradise. But if you wanted them to live, you would have never set foot on this fucking boat. 13 years old. Also ich finde, die Gesichtsanimationen sind seltsam grob. Da haben manche Leute auch schon gesagt, ich finde, es sieht insgesamt nicht unbedingt besser aus als... Also ich fand das Gameplay, was man gesehen hat, sah super aus, nur grafisch jetzt. Aber das ist...
gerade alles ein bisschen. Wird viel von der Performance getragen. Wusste man das schon, dass der Sohn da diese Rolle einnimmt? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Zumindest im Kern, ja. Das war ja der erste Trailer, wo irgendwie er dem beibringt zu schießen und er will das eigentlich nicht. Ne? Ja, ich hatte nur noch im Kopf, dass der da halt eine Rolle spielte, aber nicht mehr welche. Mhm. You've just seen another disturbing lesson from Anton Castillo. Passed down to his son Diego. Ja, im Chat wurde es ja schon erwähnt, bei dem Far Cry sind sie tatsächlich mal recht offensiv damit, dass sie nicht sagen, ist es nicht politisch, sondern dass es politisch ist. It's that there's someone that could sit across from you at the dinner table and charm you into thinking that everything they believe, no matter how twisted or horrifying, could be absolutely true. That's the secret to Anton's power. And we couldn't be prouder to have him join the Far Cry family. Jim, das ist ja die Theorie, dass der Sohn was ist, ne? Quite a lot to live up to. Because when you think Far Cry, you think about its rich legacy of villains. Which makes today a very special day for Far Cry fans. Not only did we get to see through the mind of Anton Castillo, we finally get to unveil some of our post-launch plans. Our dream is to honor the Far Cry villains tradition and introduce a brand new experience. Ihr spielt die villains. Oder was? Ja. Oder sieht man noch was von Bars oder so irgendwas? Oh, Rabbit. The Rabbit Hole. Ja, ich habe auch direkt Angst bekommen. Dürfen wir endlich den Diktator spielen, der die Zivilisten abschlachtet? Gott sei Dank. Das wollte ich immer. Guck, da ist er. In deinem Fernsehen. Ja, wir spielen was. Und Penguin mit 50. What? Ist das weird. Evil Genius meets Far Cry. Oh Gott, nein, ich soll als der Far Cry 5. Oh, I hate him so much. Das ist, ich hasse diese böse Charaktere in 5 so sehr. Was wird das denn? Okay, das sieht aber weird und dumm aus und das frage ich erstmal gut. Der Far Cry 3 Hauptcharakter, remember him? War das nicht Jason? Also werden die hier in so eine Albtraumwelt geschmissen oder was? Den Stift natürlich. Joseph Steve. Okay, das ist. Das ist interessant. Also, ich mag das Konzept. Auch optisch interessant. Kämpfer hat auch traummäßig. Ja, so genau, voll traummäßig. Ja. Ja, es bleibt dabei erhalten, dass die DLCs ihrer Spiele sehr oft weitaus interessanter sind als die Spiele, auf denen sie basieren. Das hat aber das noch keinen Assassin's Creed oft so, aber fragt ja auch schon oft so. Ne, es sind halt die DLCs irgendwie. Ich glaube, es bekommt jetzt einen. Blood Dragon 2. Das sieht wirklich das ist aus ja wirklich Blood Dragon Interface. Shit. Ich wollte gerade sagen, oder? Ja. Ja, geil. Was? Far Cry 3? Hä? What is happening? Achso, das ist ein Remaster. Das wird einfach ein HD. Ach so. Re-Release sein. Das sollte das gerade. Nee. Also, das ist dann separat von dem, was wir gerade gesehen haben, oder was? Genau, da wird. Das wäre ja nicht das erste Mal. Komisch kommuniziert. Die hatten ja auch Assassin's Creed 3 remastered bei der Deluxe Edition von Valhalla bei. Also aber da stand ja nicht mal remastered dran. Da stand ja einfach nur Far Cry 3 Blood Dragon. Ja. Okay, ich hole mir noch ein Bier. Das verstehe ich. Aber deswegen. Es ist einfach Far Cry 3 Blood Dragon dabei. Also, there we go. Mal einfach so glauben. I can take this. Ist natürlich schade, dass das jetzt schon bekannt war. Oh mein Gott. Warum? Nein, die Netflix-Serie wird nicht Far Cry 3 Blood Dragon heißen. Und wie soll denn eine Netflix-Serie beim Spiel dabei sein? Da wird einfach das Spiel dabei sein. Ich bin relativ sicher. Sind das nicht die Stars aus Galaxy, Tom? Diese kleinen, die wir gerade gesehen haben? Ja, das sind kleine Lumas und sie haben einen Weg gefunden, sie zu ruinieren. Ich finde, das ist gar nicht so schlimm. Ich glaube, du meinst verbessern. Kleine Ohren bekommen. Das ist doch eigentlich gar nicht passiert. Ja, aber dieses furchtbare Rabbits-Gesicht. Tom hat
Das ist Torbit schon sehr ein Hater. Bei uns im... bei Rabbids, ja. Im Discord ist deine Kamera aus. Bei uns im Discord, bei uns ist das normal. Ja, genau, das ist normal. Ich kann die nicht an zwei Orten... Also doch, ich könnte, aber... Ha! Look at this fucking shot, Jesus. Mario with Guns ist immer noch lustig. Ja, ja. Good joke. Auch nicht schlafen mit Zika als die echte Rosalina. Diese Mario-Musik dabei. Das ist doch funny, Tom. Jetzt lass doch mal. Also, ich find das lustig. Haha. Na, siehste. Hat dich das nicht befreit und gut angefühlt? Oh Gott, wie cool er ist mit zwei Waffen. Da war ein Bob am Schatten. Oh ja. Sind das Shy Guy Rabbids? Nicht Shy Guy, ich glaube. Oh boy. Das ist sehr Anime. Ja. Das ist sehr Smash Brothers in seiner Epic. ja, auch so ein bisschen. Sparks of Hope, just go and die. Sparks of Hope. Der Titel triggert dich wirklich ein bisschen. Ja, because I want XCOM 3. Und dafür kann doch Mario Rabbids nix. Mario Rabbids ist das Spiel, von dem ich mir jahrelang anhören werden dürfe. Wenn du was XCOM-mäßiges willst, dann spiel doch Mario vs. Rabbids Sparks of Hope. Can't wait for you. Ah, das ist er schon wieder. It's fair to say that we did something quite surprising with the concept of Mario plus Rabbids Kingdom Battle. And for this project, we didn't want to stop there. Wanted to milk everything out of it. Hi everyone, Mario and the Rabbids are back. And I'm so excited to be warum back as well today weggenommen? To unveil our new project. Mir ist das diesmal Spielzeug gesagt, nicht Gun, weil die Behauptung Mario mit Guns ist einfach falsch. Back into this unique ach, Leo. Nein, wirklich. Also das ist das spielzeugigste Gun-Design seit Halo. Das ist wirklich... Hey, there is an entire galaxy to save. To do so, you will lead a brave yet reckless team of unique heroes, including some fresh faces like Rabbids Rosalina and other surprises. On their quest to repel evil across the galaxy, their spaceship will bring them from planet also to planet. Ich bin nicht glücklich, bevor ich nicht Rabbids Waluigi sehe. Es müsste einfach der gesamte Smash Ultimate Cast als Rabbids auftauchen. Alle verrabbited. But they won't alle verrabbited, genau, das ist by their side, they will have their new allies. Das Problem ist, wenn Kirby Rabbit dann ein zum Beispiel Bayonetta Rabbit aufsaugt, dann wird er einfach. Zwar er nimmt er dann Bayonetta-Züge an, aber er wird auch doppelt so viel Rabbit. Yep. Oh mein Gott. Their natures and origin are at the core of our story. But let's keep some surprises for later. Ich glaube, Gameplay sind wir noch nicht, wa? After the tremendous success of Mario plus Rabbids Kingdom Battle, the entire team was moved by the amazing reception from Rabbit players across the world. Beiden. We were stunned by the love we felt for this unexpected team-up. Why? We know we've been off the radar for a while because now, it's sexy. As we wanted to take the time needed to bring this crossover to the next level. It's not just a new story with new enemies, new heroes. Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Finde ich krass, dass zwei Leute das anscheinend alle entwickeln. Hätte ich gedacht, dass sie da ein größeres Team reinstellen. Das sieht wirklich so aus, wie zwei Leute sind. So, der eine von beiden ist nur Marketing. That being said, we also wish to offer an easy-to-play experience for all players, yet hard to master for those of you that are willing to take the challenge. Sadly, we are not Blizzard, so we didn't succeed in that. Exclusively on the Nintendo Switch. We can't wait to tell you more about the game soon. Vielleicht zeigen sie noch kein Gameplay, weil die Switch Pro noch nicht angekündigt wurde. Das ist auch kein Gameplay, weil das Spiel kein Gameplay hat. Ach doch, hier, guck. Pre-Alpha-Footage. Let's go.
Das kenne ich jetzt, die Insel vom Anfang von Kingdom Hearts. Sieht schon hübsch aus. Ja. Ah, da ist immer noch dieser Roomba dabei. Der Roomba. Man steuert, den steuert man ja eigentlich und der Rest, die alle folgen einem halt. Oh mein Gott. Oh, war das gerade das, das Schloss? Ja, ich glaube schon. Das sah sehr danach aus. Also das steckt schon scheinbar ein bisschen was drin. Das sieht schon cool aus. Es ist ein sehr schöner Stil. Und wie gesagt, ich fand auch, also das Kampfsystem hat überraschend viele Komplexitäten. Das kann schon ein bisschen was. Was sagt der Hype Man? Er sagt, Oh, hell yeah. Was ich gerade gesagt habe, es ist unschön. Es hat schon einen interessanten Stil. Es sieht schon aus, als ob es Komplexitäten hat. Zu all dem sage ich, Aber ausgehend vom ersten Spiel habe ich halt wirklich keinen Grund am Gameplay zu zweifeln, ehrlich gesagt. Das war Gameplay ein richtig, richtig gutes Spiel. Und da war gerade ein Emo Kingdom Hearts Rabbit und da bin ich dann sowieso endgültig dabei. So we're not done yet. Oh, nächstes Jahr erst. Let's check with our CEO, Yves Guillemot. Oh, okay. Was kommt jetzt? Sagt jetzt Yves Guillemot einfach nochmal Entschuldigung für alles, was wir gemacht haben letztes Jahr. Ich weiß nicht genau, was alles Jahre war, davor. Aber ich möchte mich entschuldigen. Auch voraussichtlich fürs kommende Jahr schon mal. Wir haben einen neuen Vertrag mit Digital Rights Management abgeschlossen. Ach nee, das Division-Ding könnte noch kommen. Nee, das haben sie schon angekündigt als Mail. Das können sie nicht am Ende präsentieren, so als One More Thing. Das wäre frech. Das ist wieder eine Umbenennung von ihrem Ubisoft-Client. Ich weiß nicht mal mehr den aktuellen Namen. Ich weiß auch nicht. Ubisoft Connect, glaube ich. Plus? Ich glaube Connect. This is one of the real powers of video games. And it is what motivates Making everyone money. At Ubisoft to do our best. Finally, my sincere thanks to you. The players. South Park spielen. We appreciate the trust you place in us. Ich hab das letzte nicht mal gespielt. Your involvement in our games communities keeps them growing and vibrant. We want to create original, enriching, long-lasting game worlds. And your contributions, Community ist so zynisch. Feedback and support woher das noch kommt. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr herangezogen haben. Darf ich mal kurz Jason Schreier zitieren in seinem aktuellen Retweet? Remember when Ubisoft announced Watch Dogs in 2012, but the PlayStation 4 and Xbox One hadn't been announced yet, so they couldn't say what platform it was or explain how it looked so good? Anyway, here's Mario plus Rabbit Sparks of Hope. Also impliziert so ein bisschen, dass es sogar exklusiv sein könnte für die Pro. Oder halt zumindest das, was wir hier sehen. Oh nein, dann könnte ich es nicht spielen. Nee, exklusiv wird da nichts sein. Es wird einfach Footage davon sein, wie bei Splatoon 3. Ja. Oh nein, ich kann es trotzdem nicht spielen. Of the amazing journey that awaits you in one of the most beautiful but dangerous places of all. Brought to life by the latest version of our Ubisoft. Was kommt jetzt? I'm excited to share this first look with you now. Splinter und Snowdrop würde gut zusammenpassen. Nee, das ist ein über die Ubisoft Offices. Beautiful but dangerous. Vielen Daumen, Robin. Neues Splinter Cell. Oh. Wie, das ist ein Ghost Recon. Das ist Pandora Tomorrow 2. Da gab's ein. Oh, Avatar 2. Ach, Avatar, natürlich, das ist Avatar. Ist doch nicht Avatar. Das wird ja mal, das sind, doch, die entwickeln halt literally seit 5 Jahren. Das ist ja wirklich Avatar. Das war ja, wir wissen das ja. Dass da auch ein Spiel kommt? Ja, wir wissen das seit 4-5 Jahren, dass da. Dann habe ich es einfach wieder vergessen. Riesen Zeit und Entwicklungsaufwand in Avatar gesteckt. Dann habe ich das einfach wieder vergessen. Und die wahrscheinlich schon seit 2 Jahren fertig sind mit dem Spiel oder seit einem Jahr, aber diese Filme wurden ja immer wieder verschoben. Ich meine, Avatar 2 und 3 ist ja auch schon fertig. Die machen ja gerade 4 und 5. Ja, aber Avatar, wirklich, der Film Avatar ist so lange her,
Ich habe mich damals mit Freunden drüber unterhalten, die mittlerweile aus meinem Leben verschwunden sind. So lange ist ja, ich freue mich, ist nicht mal ein Witz, es ist nicht mal ein Witz, es ist wirklich. Nee, so. Ich glaube dir das auch. Ich freue mich ja richtig drauf. Die Welt von, also der Film hat natürlich viele erzählerische Probleme und so, aber ich glaube wenig, also wenige Leute würden jetzt wirklich das Art-Design, das Welten-Design, das Kreaturendesign als irgendwie langweilig oder sowas bezeichnen. Wenn ich mir überlege, ein wirkliches AAA-Spiel, in dem ich diese Welt erkunden kann, da habe ich echt Bock drauf, da wäre ich super dabei. Sure, es kommt natürlich und ich immer auf die Mechaniken an, aber... Natürlich, auf, absolut. Ich habe allerdings, genau das ist dieser Punkt, ich habe sogar damals das Avatar 1 Spiel durchgespielt und das hatte keine besonders guten Mechaniken und selbst das hat mir das, aufgrund ja, der Welt ich habe das gespielt und fand es sehr rough. Ja, das ist auch rough. Ich wusste nicht mal, dass es existiert, aber... Oh ja. Ich weiß, welche von den beiden Fraktionen, die wir gerade sehen, ich spielen möchte. Tim, wow. Das ist nicht die mit dem Holzbogen. Aber die können auf so geilen Tieren reiten. I don't fucking care. I want missiles. Play the bad guys. Also ich bin tatsächlich der, ich bin immer noch, ich freue mich auf die Filme, ich freue mich da drauf, ich bin bei diesem, das ist für mich die Art von dummen Blockbuster-Kram, auf den ich mich noch so wirklich freue. Weil der halt ein bisschen frisch ist. Nicht erzählerisch, aber in seinem Weltendesign und so. Ist eine neue IP. James Cameron, das, was er macht, kann er. Er kann, mhm. Er kann diesen... Ich meine, niemand würde... Ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, dass Avatar nicht die breite Masse ansprechen will. Es ist halt gefällig. Es ist in die breite Masse gestreut. Es ist populistisch und so weiter und so fort. Ja. Aber auch Schnulzen und Schlager zu machen, erfordert Skill. Und James Cameron hat diesen Skill total. Also, ja, schon. Guck mal, Next-Gen-Exklusiv, das ist eines der ganz wenigen Next-Gen-Exklusiven Spiele, PC, PS5, Xbox Series S und X. Und es kommt halt, und das wussten wir vorher schon, von Massive, das sind die Macher von Division. Bei der Welt muss ich heute so ein bisschen an Anthem denken, weil die durchaus Ähnlichkeiten hat. Aber ich frage mich, was genau es dann für eine Art Spiel ist, weil ich fände dann sehr lame, wenn es dann doch wieder zu großen Teilen Third-Person-Shooter ist. Ja, das hat halt auch, ne, das Spiel damals sehr gut gemacht, dass du da beides machen konntest und ich glaube bei all dem langweiligen Open Worlds, die Ubisoft gerne mal baut oder was ihnen auch vorgeworfen wird, kaum ein Spiel würde sich besser für eine Ubisoft-artige Open World anbieten als Pandora. Wenn ich mir halt vorstelle, hier habe ich die Mechaniken aus dem Assassin's Creed Valhalla einfach nur und kann auf den drei Tieren diese Gegend erkunden und ja, wenn Welt du wirklich, entdecken. Also hier müsstest du ja eine Welt bauen, durch die du wirklich fliegen kannst, wenn du diese Mechanik fliegen hast. Fliegen kannst, mit reiten kannst, genau. Tieren. Und da ist Anthem natürlich eine Assoziation, die so... Ja. Das fände ich dann, das fänd ich dann auch wieder... Das fände ich dann auch wieder spannend, obwohl ich jetzt... Also, ich habe damals Avatar sehr gerne im Kino geguckt und fand das cool, aber es ist jetzt nicht bei mir geblieben. Also auch jetzt, ich habe gar kein Verlangen, das nochmal zu sehen. Und wenn ich jetzt die Welt sehe, denke ich auch nicht, oh, das ist so unique, ich möchte da unbedingt wieder hin zurück. Aber wenn das trotzdem unabhängig davon einfach ein gutes Spiel wird, dann bin ich da voll dabei. Ich fand jetzt diesen Shot zum Schluss vom Panorama der Welt, das ist halt schon cool, wenn ich das erkunden kann. Das nehme ich sehr gern. Ja, sure. Ich meine, mechanisch wird es halt Bubble Bobble, aber das ist dann halt so. Da wäre ich ja wieder interessiert, Leo. Und dann ist ganz Pandora bevölkert von Rabbits. Jedenfalls, also ich meine, ich bin also am überraschtesten und freudig überrascht bin ich wirklich von Rocksmith Plus. Ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Und ansonsten frage ich mich, was dieses Villains-Ding bei Far Cry wird. Weil ich hatte kurz vorher noch lobend die Enden von Far Cry erwähnt und daran haben die Villains auch immer einen großen Anteil. Und I don't know. Ja, nicht zu viel erwarten, die DLCs sind... Ne? Also auch Far Cry 5 hat sehr weirde, nee, war das? Doch, ich glaube Far Cry 5 hat sehr weirde DLCs tatsächlich auch bekommen. War das 5? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und die sind halt einfach dann spielmechanisch halt exakt das gleiche wie Far Cry, aber halt in einer wilden, verrückten Setting. Und das, wenn wir das bekommen, bin ich auch schon zufrieden. Und das scheint man da ja zu bekommen. Ja. Also für mich war diese Ubisoft-Show insgesamt sehr das, was ich dachte, dass sie ist. Ja. Obwohl ich mit Avatar wirklich nicht gerechnet habe. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da auch ein Spiel entwickelt wird. Haben wir da mal im Podcast drüber geredet, Robin? Bei Avatar? Ja. Muss ich von ausgehen, aber das kann halt auch wirklich ewig her sein, weil das war jetzt schon wirklich super lange bekannt. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob wir darüber geredet haben, aber ich glaube schon, ja. Und das Rayman-Ding sah tatsächlich cute aus.
Also. Annapurna Interactive hat vor 3 Minuten, wurde gerade auch im Chat geschrieben von fucking Geek, hat vor 3 Minuten, Ubisoft, let us publish a Splinter Cell Game, come on. Und das wäre. Oh mein Gott, wie jetzt schon andere Publisher Ubisoft anschreiben, was ist das denn? Der Gedanke, dass Annapurna Interactive, einer meiner absoluten Lieblingspublisher, einen Splinter Cell machen würden, würde mich zum Schreien bringen. Übrigens, am 29. Juli gibt es eine Annapurna Interactive Showcase, da freue ich mich sehr drauf. Oh, cool. Gut, Freunde. Das ist dann quasi kurz vor oder nach EA. Ja, genau. Ja. Gut, das war genau das, was wir uns erwartet haben, ja, wie bereits besagt ist. Und richtig. Ich glaube, viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Nee, das soll es dann mit der Ubisoft Forward auch gewesen sein. Wir machen jetzt gleich eine kurze Pause. Dann switchen wir um auf Devolver Digital, da ist dann Robin nicht mehr dabei, aber Leo und ich gucken uns das noch an. Und das wird sicherlich wieder ein bisschen Over-the-Top-Story-Nonsense, neben ein paar coolen Indie-Spielen. Zumindest ist das das, was ich mir davon erhoffe. Und verabschiede mich für heute. Grüß deinen Papa. Und ich grüße meine ganze Familie. Umarm ihn von jedem Einzelnen im Chat. Definitiv, also jeder, von uns allen. Jeder, der eine Umarmung an Robins Papa weiterleiten möchte, bitte jetzt in den Chat schreiben. Robin notiert sich das. Also nicht, also Papa, mein Papa guckt immer zu, liest immer den Chat, schreibt doch gelegentlich mal in den Chat hier rein. Das ist, glaube ich, unser treuester Zuschauer seit dem ersten Tag. Er versteht nichts süß von dem, was wir sagen. Kein Wort, aber guckt immer zu. Das ist sehr, sehr super süß. Ja, ich weiß, das sehr wertvoll. Ach, guck mal, all die Liebe für deinen Papa. Yay! Oh. Der Papa ist ja eigentlich ein Star. Ach, ja, das richtig so. Okay, okay, Freunde. Genau, dann machen wir jetzt eine kurze Pause. Wir sind dann in ein paar Minuten wieder da mit Devolver. Bis dahin. Hey.